Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Wir haben ja offscreen eigentlich schon zwei Folgen gemacht mit den 47 Minuten. Stellt euch die einfach vor. Wir haben über Deep Space Nine eingelabert. Ja. Genau. Und wie toll der Valvo das auf einmal findet. Ja. Ja. Ja, er wollte nicht auf mich hören, die ganze Zeit nicht. Mimi. Wie so ein alter Opa, so. Und dauernd habe ich ihm gesagt. Ich hab dir gesagt, guck dich. Nein. Testament schon verewigt. Dem und dem vermache ich das und das und der, guck Deep Space Nine. Jedenfalls mache ich meine Deep Space Nine DVDs. Jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, welche. Nö, ich hab die schon. Ja, aber öfter wahrscheinlich, oder? Nicht nur in einer Ausführung. Wahrscheinlich als Blu-ray und als DVD und als Spezial Edition. Du hast gerade Salz in die Wunde eines Deep Space Nine Fans gestreut. Also derzeit gibt es tatsächlich nur TOS, TNG und Enterprise auf Blu-ray. Oh, okay. Huch, mein Fehler. Voyager nicht auch schon? Nein. Okay. Ist nicht digital remastered. Weil? Gibt es auch so komische Probleme wie bei Malcolm mittendrin, so die Lizenzmusik, also der Titelsong. Und darum können sie es nicht auf DVD rausbringen, weil man denkt, dann schneidet den scheiß Titelsong halt einfach raus. Oder kauft einfach die Lizenz. Ist es euch die Community, ist es euch der Fan der Serie nicht mal mehr wert, nochmal 10 Euro für diese scheiß Lizenz auszugeben, oder was? Dann haben sie es irgendwann mal geschafft, nach ewigen Jahren die ersten drei Staffeln rauszubringen und der Rest auf den wartet man auch immer noch. Und hat mittlerweile, weiß ich nicht, ob es sich noch rentieren würde, wer jetzt von den jungen Leuten noch Malcolm mittendrin kennt. Aber für mich ist es. Das war die Serie meines Großvaters. Für mich ist es einer der geilsten Serien. Also. Mit Emergency Room meine Lieblingsserie. Ich hab sie nicht so intensiv verfolgt, aber wenn es mal lief. Ist so schweinewitzig. Ist es auch, ja. Der Folgen teilweise drei, viermal geguckt, so wie du die Space Nine. Warte mal, ich habe eine Idee, wie es der Generation noch schmackhaft machen können. Walter White spielt da mit. Rest müsst ihr selbst gucken. Aber so schweinewitzig. Also auch die erste Staffel nicht so, da haben sie erst ein bisschen reinkommen müssen. War noch nicht so cool. Aber dann ab der zweiten Staffel total geil. Und die letzte Staffel fand ich auch nicht mehr so gut, weil dann waren. Die waren ja dann schon eher so. Das Baby kam halt dann raus und mit Babys wird es irgendwie nie besser. Die letzte Staffel war halt. Das Baby kam halt da raus. 24 Folgen einer Geburt. Nee, so war das jetzt gar nicht gemeint. Stimmt. So war das jetzt gar nicht gemeint. Jetzt kam halt die Folge mit dem Baby raus. Ja, Baby wurde eingeführt, ausgeführt, wie sie das auch immer haben wollt. Auf jeden Fall war es super nervig. Und Babys machen Serie nie besser. Nie. Das Schicksal durfte ja schon, Big Bang wie Theory. Wie heißt nochmal die Serie mit dem Schuhverkäufer? El Bundy? El Bundy, ja, aber heißt die Serie auch El Bundy? Schrecklich nette Familie. Die hat ein Baby? Ja, und zwar genau für ein paar Folgen. Das hieß, glaube ich, das hieß 7 im Deutschen, im Englischen 7. Okay. Keine hässliche Anspielung an Voyager oder so gerade. Das kam so mies an beim Publikum, dass sie nicht mal mehr zum Staffelübergabe dem irgendwie eine Rolle für die nächste Staffel gegeben haben und er wurde rigoros rausgestrichen und es wurde nie erklärt. Oh geil. Da kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Ja, da habe ich auch nicht jede Folge geguckt. Handvoll von Folgen, also das ist. Die habe ich auch immer nur geguckt, wenn sie gerade liefen. Ja. Aber ich wüsste jetzt keine Serie, wo irgendwie ein Baby was verbessert hätte. Das bei Kira war ganz witzig, die Schwangerschaft, aber gut, da war das Baby ja halt auch noch nicht da. Also sobald
Babys da sind, ist man. Es dreht sich nur das Baby und. Ah, nee. Ja, von Exist, also, klar. Das wertet die Serie nicht auf. Können, ja. Aber ganz ehrlich, ja, das Kind schreit immer. Ja, die Eltern sind dauerhaft immer so. Ja, immer K.O., immer müde, immer gestresst und alles fürs Baby. Aber so sind irgendwie alle Serien, wo Babys drin vorkommen. Ja, ja. Das ist aber echt gar kein Unterschied. Da kann man sich in echt ja auch schon reinfügen. Okay, gut, man ist gestresst und genervt. Ja, was soll jetzt das in der Serie bringen? Dass der Charakter gestresst und genervt ist? Überraschung. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Ich weiß nicht. Deswegen bin ich auch froh, dass in Deep Space Nine die O'Brien-Kinder nicht wirklich oft vorkommen. Ich hab mir auch gedacht, wieder das Baby kam, so, oh Gott, nein, jetzt wird wieder mühsam. 3 Folgen lang. Könnte ich im Supermarkt schon immer eine reinschieben. Da wäre ich bereit zum Rangeln, wie es Q sagen würde. Also echt, also Eltern mit Kindern in Supermärkten, die tun mir mittlerweile eigentlich ein bisschen leid. Das Kind wird allen zugebombt, was es gerne haben möchte an Kram, bunt und laut und keine Ahnung, was es hier alles gibt. Und plärt halt haben will. Ja. Da versuchen manche immer so auf Hobbypsychologen so, aber du hattest doch schon dies und das. So. Ja, das Problem ist, Eltern versuchen das mit der Erwachsenenlogik an Kinder anzuwenden. Das nee. Ja. Ist immer so geil, wenn die einfach mal zuhören. Das ist manchmal so Gold, das wert. Wie Eltern versuchen, die Kinder zu erziehen. Aber schau mal, das ist jetzt unlogisch, wie du reagierst. Manchmal denke ich mal, es sollte echt so einen Elternführerschein auch nochmal geben. Na, ernsthaft. Leid. Was da manchmal rumläuft. Die Elternführerschein nicht bestanden. Wir müssen ein Baby wieder abgeben. Wir müssen jetzt abtreiben. Aber herzlichen Glückwunsch, den Hund hier dürfen Sie mitnehmen. Er ist wie beim Fliegen zum Beispiel. Ich verstehe nicht, dass Eltern mit kleinen Kindern fliegen müssen unbedingt. Ja, müssen nicht, aber wenn sie in Urlaub wollen, bleibt ja nichts anderes übrig. Ja, aber fliegst du dann echt, macht dir das Spaß, dass du einen ganzen Flug über, keine Ahnung, nach Australien, 22 Stunden, mit einem 10 Monaten alten Baby machst? Keine Ahnung, meine Mutter musste damals ja auch damit durch. Ich bin in Amerika, in New York auf die Welt geplumpst und irgendwie, sie hat ja nur, 10, 12 Monate Aufenthalt. Musste ja auch zurück, da war ich auch nicht wirklich alt. Ich konnte mich auch nicht dagegen wehren, ich hätte keinen Einspruch einheben können. Übersetzt so viel, ich will jetzt nicht fliegen. Ja, okay, das war der Rückflug, da irgendwann müsste halt auch wieder zurück. Ja, gut, ich habe gerade auf den Hinflug auch schon geplärt, aber das hat keiner mitbekommen. Ich dachte, beim Hinflug gab es dich noch nicht. Ja, deswegen. Deswegen hat es keiner mitbekommen. Okay. Okay, alles klar. Immer nur ein Plan, Dano. Ein Deutscher muss früh üben, wenn er richtig gut meckern will im Leben. Aber wenn man halt auf Urlaub fährt und dann halt. Weiß ich nicht, ich verstehe es halt nicht so, dass man dann unbedingt einen 10 Monate alten Baby das antun muss da im Flugzeug. Die haben das halt nicht drauf im Druckausgleich. Du merkst halt, wie die permanent zu plären anfangen, sobald es abhebt und sobald es landet. Und zwischendrin, weil es dann so fahrt ist. Verstehe ich auch, wenn man einen Tag da durch den Globus fährt. Muss das sein? Muss man das dem Kind antun? Wie gesagt, bei Säuglingen und so weiter, also da kann ich es maximal wie bei mir mein Fall, wenn es eigentlich da auf die Welt plumpst, wo es die Eltern dann nicht leben oder sowas, ja. Da kann ich den Urlaub auch nicht nachvollziehen, weil das Kind hat weder vom Urlaub noch von der Reise was. Und die Eltern ja auch nicht. Die Eltern auch nicht. Das ist einfach nur mehr Stress. So ab so einem Alter, wo die Kinder selbst ihre Umwelt so ein bisschen wahrnehmen, so 3, 4 irgendwie sowas.
wo sie auch nicht wirklich nur. Ja. Sicherlich immer noch mal heulen. Muss ich schon anfangen zu quengeln, dann wird's besser. Sind wir schon da? Aber mittlerweile haben Flugzeuge ja auch sowas wie Entertainment an Bord. Ja, stimmt. Ja, mal da drauf. Und das klappt auch immer, oder? Liebe Eltern, einfach das Kind vor die Glotze setzen, passt schon. Ja. Wird durch den Fernseher erzogen, das macht man so heutzutage. Schlimm ist es dann, wenn dann die Werbung kommt und da drin heißt, und das könnt ihr jetzt bei uns an Bord kaufen. Lego! Aber mein Kind, das ist total überteuert. Hier, guck mal, schau dir mal die. Machen wir eine Preisanalyse. Lego! Machen wir eine Preisanalyse. Wenn sie es wieder so geil versuchen, rational zu erklären. Naja. Also ich. Keine Ahnung, ob es ein Erziehungstipp ist, aber vielleicht so an werdende Eltern. Ein kleiner Tipp. Sagt nicht grundsätzlich nein, sondern sagt, jetzt ja auch nicht bei jedem Einkauf, aber kauft ihnen alles. Auf gar keinen Fall. Das sind die verzogensten Gören aller Zeiten. Sagt ihnen, ein Gegenstand bis Summe X, meinetwegen im Kindesalter 2-3 Euro oder irgendwie sowas, den sie sich aussuchen sollen. Dann suchen sie so lange, bis sie das perfekte Ding gefunden haben, weil sie wollen ja das Maximum ausreizen dann, ne? Sind beschäftigt und plärren nicht. Glaubst du echt? Glaubst du, dass das klappt? Das funktioniert. Okay. Habe ich meinen Cousin lernen müssen. Der hat das jetzt angewandt bei seinem Kind. Okay. Klappt aber auch nicht bei jedem Kind, oder? Aber da sind wir wieder bei deinem. Schauen sich das wirklich an, wie viel was kostet, ne? Oder gehen die dann wieder trotzdem durch und sagen, aber ich hätte das ganz gerne. Also sagst du 10 Euro, halt aber ich will das hier. Ein Produkt, meinetwegen für 2 Euro, suchst dir aus, das darfst du dann haben. Na, wenn du es durchziehen kannst. Jetzt eben, keine Ahnung, Lidl, Aldi, Edeka oder so, da gibt es auch nur Lebensmittel. Aber wenn das so ein Arschlochkind ist, das trotzdem quengelt. Sag ich nur, Abtreibung wäre besser gewesen. Ja, also liebe Leute, Erziehungstipps könnt ihr von uns nicht erwarten. Wirklich. Das mit der Abtreibung ist nur ein Scherz, Leute. That escalated quickly. Kommt denn der Satz nochmal her? Das habe ich auch schon irgendwo gehört. Ich weiß nicht. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Das wäre jetzt so ein geiler Rauswurf. Abtreibung wird besser. Bis zum nächsten Mal. Wie kommen wir da jetzt wieder raus aus der Geschichte? Ich habe keine Ahnung, ich suche gerade im Kopf so ein Thema. Irgendwie ist nichts da. Oh, Telltale ist kurz vor der Pleite. Schön. Hast du Telltale nicht auch gespielt? Walking Dead und so? Das haben wir gemeinsam gespielt. Ja, das auch, aber ich meine, hattest du es nicht auch mal mit. Wir hatten Game of Thrones, aber hattest du nicht Walking Dead? Nee. Nicht? Also, nee, ich habe mir immer nur die Let's Plays angeguckt. Ich war so ein Assi, der die Produkte nie gekauft hat, sondern Let's Play angucken. Du bist schuld an Telltales Tod. Ja, das kann man so sagen. Ich glaube eher, dass es so ein Management-Dingens war. Ich glaube, da hat das Management einfach mega übertrieben, weil nach dem Erfolg von Walking Dead, nach der ersten Staffel, das hat ja ziemlich gut funktioniert, was ich so gehört habe von den Verkaufszahlen. Meinten sie halt dann mega viel Lizenzen einzukaufen und mega das Personal aufzustocken und die ganze Formel einfach auf 1000 andere Sachen anzuwenden, hat immer wieder dieselbe Formel, immer wieder dasselbe Spielerlebnis, sage ich jetzt mal, wo man als Spieler Entscheidungen treffen kann und den Spielverlauf beeinflussen kann.
So zumindest die Marketing-Floskel, und in Wirklichkeit kannst du halt überhaupt nichts beeinflussen. Kannst du halt beeinflussen, ob der Charakter jetzt sterben soll oder irgendwie 3 Folgen später. Toll. Aber das war, ging mir immer so am Arsch, sobald man das einmal herausgefunden hat, dass halt, wenn es Entscheidungen gibt, Charaktere zu retten, dass die halt beide schon tot sind. Weil Telltale sich das halt nicht antut, mehrere Handlungsstränge zu filmen, sondern die filmen das halt für einen kurzen Moment, tauschen halt die Charaktere in diesen Szenen aus und danach stirbt halt der andere Charakter auch. Und das hat halt für mich... Die ultimative Lösung für die wäre doch gewesen, eine Star Trek-Lizenz damit, ja? Und immer wenn sowas passiert, kommt Pille ins Bild gelaufen und sagt, Sokochi Toche. Aber weißt du, was ich meine? Das hat halt irgendwie nichts zu tun von wegen... Du entscheidest die Handlung und den Ausgang und so weiter und wer überlebt und wer stirbt. Und nee, ihr entscheidet das und wir. Ich entscheide und wir suchen nur den Weg aus, wer stirbt. Ja, genau. Wobei ich jetzt, also ich meine, ich habe jetzt alle anderen Spiele nie wirklich gesehen, außer ich hatte mal dieses Walking Dead Ding, glaube ich, auf dem Handy oder so. Okay. Was ist denn ein Handy? Ich glaube, das war tatsächlich auf dem Handy. Und dieses Game of Thrones, was wir mal zusammen gedattelt haben. Mhm. Ich fand es eigentlich von der Story-Erzählung gar nicht mal schlecht. Also sie haben sich Mühe gegeben, finde ich. Da fand ich das, was ein bisschen stört halt, dass sie, man, Lizenz, schon klar, aber es kamen halt Charaktere vor von der Serie, mhm, wo man halt wusste, okay, die sterben nicht, die können nicht sterben, die kommen in der Serie noch nach wie vor, also die sind safe. Und dann hat sich eigentlich nur gedreht um eine Familie, weiß jetzt gar nicht mal, wie die hießen. Und halt ich um deren. Forster oder Forster, irgendwie sowas. Forester? Ja, Forester, genau, stimmt. Haus Forester. Und um die hat sich halt gedreht. Und das ist halt dann auch irgendwie schade, wenn man denkt, okay, kennt man nicht aus der Serie, da hat man jetzt nicht so den mega Bezug dazu. Ja, gut, dafür kamen ja andere vor, ne? Du hast ja teilweise mit, oh, wie hieß ihn nochmal? Ja, Daenerys kam mal Sansa vor. Sansa konntest du spielen, Daenerys konnte man da mitspielen. Ramsay, also, genau. Sagst du eigentlich Cersei oder Cersei? Cersei eigentlich. Cersei, okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich verbinde irgendwie mal beide Namen damit, na egal. Was ich schlimm finde, sind Leute, die dann Jon Snow sagen, Schnee sagen. Jon Schnee, das finde ich immer so. Man braucht doch nicht alles einen Deutschen. Graufreud. Zum Beispiel. Weil der englische Name davon im Buch tatsächlich einfach nur Greyjoy war, also. Hm. Ja, Givi Hose, die Deutschen hätten sich es auch so übersetzen können im Nachhinein, aber naja, Gott. Ja, du übersetzt ja englische Namen dann auch nicht. Du sagst auch nicht zum, keine Ahnung, den Herrn Miller, sagst auch nicht Müller. Es ist halt dann der Herr Miller. Ja. Also, muss man alles übersetzen? Nein. Vor allem klingt es im Deutschen immer maximal belämmert. Ich hab letztens, oh Gott, wo war das noch? Kennst du noch ich glaube 80er Jahre Remington Steel? Nur vom Namen her. Das war mit den einen Bond-Darsteller, ich glaube der Brosnan, was Brosnan oder? Irgend so was Detektivmäßiges, so? Genau. Okay. Und die eine, also seine Kollegin heißt irgendwie Laura. Mhm. Und das Tolle ist, du konntest richtig sehen, oder du hast richtig bemerkt eben halt, dass die einzelnen Synchronsprecher sich nicht abgesprochen haben bei dem Namen. Er, also der Hauptdarsteller, der Steel, sagt zu ihr Laura, mhm, wie im Englischen. Die am Empfang sagt Laura. Okay. Und irgendjemand, das klang schon fast ein bisschen wie Laurel oder Laurel. Laurel. Das war aber nur eine der Klientinnen oder so. Da hat man auch so, Leute, das ist ein englischer Name, spricht man halt einmal richtig Englisch aus und fertig und man muss es ja nicht alles, ne? Mhm. Naja, nur mal so als Beispiel. Das wäre wie wenn sie, keine Ahnung, Quark dann auch nicht sagen will. Quark, das klingt zu Englisch, das muss Quark heißen. Das Tolle ist, er schreibt sich 1:1.
Stell dir vor, sie würde die ganze Zeit sagen, ja, Quark auf die Brücke, bitte. Denkst du auch, bin ich verdackt ist, oder was? Soll ich noch meinen Bruder Rom aus Italien mitbringen? Oh ja. Also alles muss man dann auch nicht unbedingt übersetzen. Man hat ja auch zum Beispiel Dex gesagt und nicht Dax. Nee, Dax. Dax und Quark. Nice. Und mit Oni Wusi Keba fangen wir es gar nicht an. Gut, aber dafür haben wir da eine Detmer. Also, die klingt wie Ostdeutsch irgendwie, finde ich. Die nimmt sich immer ihr Handtuch mit und fährt damit am Strand und legt das auf ihre Liege, reserviert die Liege dadurch. Ach, das Klischee haben wir da auch. Okay. Oh Mann. Wie sind wir darauf jetzt eigentlich gerade wieder gekommen? Keine Ahnung, aber wir sind so gut da drin, von diesen von Hundertsten ins Tausendste ins Nichts. Telltale. Telltale und darüber über die Übersetzung und dann zu den. Irgendwie wieder zurück zu Roger. Naja, zu Deep Stein. Der Kreis schließt sich. Ja, Telltale, also. Eben. Ich kann eigentlich nicht mehr sagen, außer. Ich habe mir das dann lieber als Let's Play angeguckt, als es kaufen, weil. Eben. Wenn sich dann doch alles wieder auf selbe rauskommt, dann denke ich mir, nee, das ist mir da nicht wert, dass ich es dann kaufe. Und. Ist mir auch teilweise zu stressig, solche Sachen. Ich meine, wir haben dann irgendwann entdeckt, dass es die Pause-Taste gibt, was dann ziemlich ausgeartet ist in den ganzen Entscheidungen. Aber lass uns mal die Pause-Taste drücken und drüber debattieren, was wir machen. Fand ich aber auch nicht uninteressant, aber es waren dann irgendwie so 3 Entscheidungen pro 25 Minuten. Mit Pro und Contra abwiegen. Geht richtig hardcore voran hier. Ähnlich wie unsere Timelines folgen. Und ich meine, sie haben es trotzdem gut gemacht, weil. Sie haben es trotzdem gut gemacht, weil man sich immer gedacht hat, so, scheiße, das war jetzt die falsche Entscheidung. Egal was man getroffen hat, welche Entscheidung, war immer so, scheiße, war die falsche Entscheidung. Sie haben es schon gut geschafft, dass man dann auch wissen möchte, wie wären denn die anderen Entscheidungen. Gerade so am Anfang, so bei dem ersten Walking Dead und bei dem ersten, war eh das einzige Game of Thrones. Da habe ich mir dann schon auch ganz gerne angeguckt, was noch gehen würde oder was der andere Weg wäre. Aber irgendwann kommt man halt dann drauf, okay, es führt eher alles zum selben. Ja. No. Sie haben es trotzdem gut geschafft, Stories zu erzählen. Das war schon spannend. Also ich habe mir da die Walking Dead als Let's Play schon ganz gerne angeguckt. No. Muss man halt auch darauf achten, wo, also Zaragoza oder so, nie im Leben. Nee. Also ich brauche dann auch einen, der das irgendwie ruhig da bringt und ich, oh mein Gott, was hier gerade alles passiert, oh mein. Das fällt dann schon in die Kategorie, das ist kein Let's Play mehr, das ist ein Let's Reaction Play. Stimmt, ja. Dieses übertriebene, oh mein Gott, was ist da gerade passiert? Ja. Das hat er gerade nicht ernsthaft gesagt zu dem anderen. What? Ja. Und da hatte ich eine Let's Playerin, bei der habe ich das ganz gern geguckt. Kann ja Werbung machen, Rollers Games soon. Aber mittlerweile macht die keine Let's Plays mehr, oder nur mehr sehr selten. Was für Reactions? Aber die hat das echt schön gemacht, echt stimmungsvoll. So eine ruhige, angenehme Stimme. Hallo! Gestern mit Minecraft angefangen und heute schauen wir uns mal Telltale an. Walking Dead. So, und wenn es euch gefallen hat. Schön. Nächste Woche kommt meine neue Intro, die mir auch wieder illegal irgendwo runtergeladen hat für Photoshop. Ich konnte es nicht mehr sehen und hören es recht nicht. Was wolltest du sagen zu Telltale? Achso, genau. Und zwar
eine Sache fand ich wirklich schade. Jetzt kommt's. Ja, schade kann man sagen. Es war ja nie im Deutsch. Sie haben sich nie die Mühe gegeben, das ins Deutsche zu packen. Echt nicht? Also Game of Thrones war nicht deutsch, da waren wir drüber rumgerätselt und teilweise musste ich dich zwingen, hier guck mal in dein Handy rein, was heißt denn das jetzt, was du da klicken sollst? Könnte sein, aber die, ich glaube die Walking Dead sind auf Deutsch. Echt? Also. Mhm. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ist das Zurück in die Zukunft, war das auch Telltale? Ja, müsste sein. Dann, das war auch auf Deutsch, okay, Entschuldigung. Ich nehme alles zurück und mache das Gegenteil, aber Game of Thrones war nicht deutsch. Was hatten die noch? Borderlands? Habe ich aber nie geguckt oder gespielt. Was ist denn Borderlands? Ist auch bekannt, weil es eine ganz gute Serie sein soll. Also mit Comic-Grafik auch. Also irgendwie wie die anderen Telltale-Sachen auch. Und sehr auf humorvoll. Mehr kann ich dir auch nicht sagen. So eine Vierer-Truppe, die wohl irgendwie ganz witzig sein soll. Wow. Hat mich aber vom Stil her nie angesprochen, also kann ich nichts dazu sagen. Ah, noch guck gerade Borderlands. Ich versuch's gerade zu finden, aber irgendwie finde ich dazu nichts. Zu Borderlands? Borderlands? Okay. Ja, ich weiß schon, wie man schreibt. Also nicht wie Markus Lanz, sondern wie Lent. Kann das sein? Das ist zu cool. Borderlands. Ist das so eine Art Steampunk? Ja, genau. Ach, okay, dann bin ich ja doch die ganze Zeit richtig. Das kann's nicht das sein. Das kann's nicht sein, das sieht nicht aus wie Telltale, deswegen. Dann haben die das Batman-Dingens gemacht. Und sie haben Minecraft gemacht. Ja, geil. Und das Witzige ist, das Einzige, was sie fortführen, ist Minecraft. Also sie haben ja einige von ihren Leuten gefeuert, die meisten. Und das Einzige, was sie weitermachen, ist wirklich dieses Minecraft-Dingens. Und ich denke so, ernsthaft? Ernsthaft? Also bei Minecraft, gut, Minecraft ist ein großes Spiel, ja, aber das ja, Spiel ist das spiele ich auch sehr gerne. Im Moment, wenn man irgendwie, weiß nicht, man schläft bei YouTube ein und die Autoplay-Funktion des YouTubes führt dich dann durch die Katakomben. Schwerer Fehler, die ich mache. Das Algorithmus und irgendwann landet. Die ist seit Jahren aus. Beim Minecraft-Kiddy und du hörst dann nur so langsam wie dieses ja, hallo erstmal und wenn du dann nicht rechtzeitig aufwachst, bevor diese beschissen grottenmiese Dubstep-Intro kommt, bist du des Todes. Sehr schön. Also du hast von Telltale quasi das Dingens gespielt, oder? Game of Thrones, zusammen mit dir, nie beendet. Und was ich immer beendet habe, war dann Zurück in die Zukunft. Das fand ich sogar eigentlich ganz gut. Okay. Muss ich sagen. Gefühl, also, ich weiß, im Englischen waren es teilweise die Originalsprecher, im Deutschen sehr nah dran. An einigen Stellen. Mhm. Also nicht alle, aber bei einigen hatte ich echt das Gefühl, ist das jetzt oder ist das jetzt nicht? Die hatten echt einige Marken, weil sie hatten ja dann auch noch Wolf Among Us. Gut, das haben sie selber aus dem Boden gestampft, da haben sie keine Lizenz gebraucht. Das war auch eigentlich recht beliebt bei den Leuten. Aber halt auch nur eine Staffel und ja, wollten dann eine zweite machen. Haben sie die auch, haben auch noch schön angekündigt auf der Gamescom. Ja. Dann kamen sie drauf, hoppla, wie viel ist das Geld? Lass uns doch alle rausschmeißen und alle Projekte canceln. Ja, mies ist ja eigentlich auch diejenigen, die ja, sich quasi auch noch mal freuen und Season Passe kaufen für DLCs und Erweiterungen und oder Vorbestellungen für Titel, die jetzt eventuell nie wieder rauskommen, ne? Schon, ja.
finde es auch krass, dass sie Walking Dead nicht weitermachen. Das hätte ich mal schon gedacht, weil das ist jetzt in der dritten Staffel. Mit dieser Michonne DLC oder 400 Days, da gab es noch so Mini-DLCs, die jetzt nicht mitgenommen, aber diese Hauptstaffeln war von Beginn an klar, es wird was Dreiteiliges mit drei Staffeln und das bringen sie auch nicht mal zu Ende. Das machen sie jetzt ganz kurz davor einen Cut. Also dann hätten noch da zwei Episoden gefehlt, die werden einfach rausgestrichen. Also gibt es nicht wirklich irgendwie ein Ende. Das finde ich schon arg. Ich gucke mir das gerade mal durch, was sie bei Wikipedia zumindest grob mal reingeschrieben haben. Also sie schreiben tatsächlich auch nur noch rein. Von den 240 Mitarbeitern bleiben derzeit nur noch 25 übrig. Ja, genau. Die arbeiten dann im Minecrafting. Moment, da steht die Verpflichtung des Unternehmens gegenüber seinen Partnern zu erfüllen. Also es ist im Prinzip nur eine Abwicklung der Firma, habe ich das Gefühl. Laut US Gamer werden sie an Minecraft Story Mode arbeiten. Die letzten Staffeln von tatsächlich Walking Dead werden nicht fertiggestellt, so wie The Wolf Among Us 2 und Stranger Things seien abgesagt worden. Mhm. Tja. Was auch scheinbar ziemlich fies ist, wie sie mit den Mitarbeitern umgehen, dass sie die einfach rausgehauen haben und es gibt keine Abfertigung für die Mitarbeiter. Nö. Macht man auch heutzutage so? Ja, schon scheiße. Sag es mal so. Und die sind halt auch gerade zum Teil am Einklagen, was ich bei GameStar gehört habe. Dass die Mitarbeiter halt dann ja auf die Barrikaden steigen. Zu Recht. Ja, da hat das Management wohl einiges falsch gemacht, offensichtlich. Man hat halt gehofft, der Name und dadurch, dass man ja mal so gehypt war und eigentlich... Also die Qualität der Spiele war ja nicht wirklich mies. War halt irgendwie vielleicht einseitig vom Stil her. Mhm. Ne? Aber das war jetzt keine miese Qualität. Es ist nicht wie ein EA-Titel, wo du erstmal 16 Patches abwarten musst, bevor du das überhaupt starten darfst. Ja, sie haben es hinbekommen, ganz, ganz interessante Stories zu erzählen, teilweise. Ja. Manchmal fragt man sich schon, also gerade Walking Dead, zweite Staffel, hat mich mega enttäuscht. Weil da war es immer so, dass man ein kleines Mädchen spielt. Und die war irgendwie immer schuld an allem. Die war 10 Jahre alt zu der Zeit, glaube ich, und war immer schuld an allem. Jedes Mal, oh, Clementine, wenn du nicht wärst, bla bla bla. Und das ist ein 10-jähriges Mädchen, so, okay. Was erwarten die? Irgendwelche ausgewachsenen Leute regen sich die ganze Zeit über das kleine Kind auf und deren Entscheidungen. Und verkacken es halt so dermaßen. Nicht mehr über meine elterlichen Erziehungstipps kritisieren. Ja, nee, das war halt echt teilweise übertrieben. Das, ja. Da war die erste Staffel nachvollziehbar bei Barrea, weil da hat man einen Mann gespielt und der hat dann eben die Entscheidungen getroffen und ist dafür kritisiert worden. Aber jetzt so als 10-jähriges Mädel, dass alle dann fragen, ja, du, was sollen wir denn machen und du entscheidest das und das. Ja, nee, es wird in echt, würden 10... ausgewachsene Leute zu dem kleinen Mädchen gehen und sagen, du entscheidest, was wir machen. So ähnlich wie der Anna im Supermarkt. Eins darfst du dir kaufen. Es funktioniert. Ist so ähnlich wie. Ist so ähnlich wie. Einen von denen lassen wir am Leben. Du entscheidest. So ähnlich kam mir das halt vor. Und ja. Stellt mir gerade so vor, diese eine Simpsons-Folge, ich glaube, es war so eine Halloween-Folge, die Erde kurz vorm Kollaps explodiert und Lisa darf noch in das Raumschiff, wo es dann zum Planeten Utopia irgendwie geht und sie steht dann vor dem Raumschiff und der Kontrolleur fragt sie dann, ich weiß, diese Entscheidung wird dir jetzt schwer fallen, aber du darfst nur ein Familienmitglied mitnehmen. Oh. Sollst dein Bruder, deine Mutter oder dein Vater und sie dann direkt beim Wort Vater direkt abgebrochen, Mom! Und dann gehen sie diesen Gang entlang und sagen, glaube ich, noch so: Tschö, macht's gut. Oder irgendwie so. Richtig mies. Assi-Style pur. Ich liebe es. Erinnert mich an die eine El Bandi-Folge. Was diesen lustigen Clip im Internet gibt, wen sie A, ihre Frau oder B oder gleich B. Ich glaube,
Mit wem würden Sie lieber Ihre Nacht verbringen? Ja, genau, A, genau. Ihre Frau oder B? Das war so gut. Ja, siehst du, haben wir die 1,40 doch wieder voll bekommen. Check. Ach ja. Ja, sonst. Warum ist dann. Sonst kann ich da nicht viel dazu sagen zu Telltale. Ja, ich eigentlich auch nicht viel mehr. Also, fiel jetzt gerade nochmal ein, aber. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es mega schade ist, weil dafür habe ich einfach zu wenig gespielt von denen. Aber fürs Walking Dead finde ich schon schade. Hätte ich gerne gewusst, wie es ausgeht. Per Let's Play. Kaufe die Dinger doch nicht. Na, die blöd. Und ja, bei dem. Schade, mein Gott. Ich finde, man soll. Ja, Gott, man kann es eh nicht ändern, ja. Also sowas. Man kann ja eine Meinung haben. Man kann eine Meinung haben, ja. Ich finde zum Beispiel, ich hätte es auch toll gefunden, wenn Westwood nie die Command & Conquer-Reihe an EA verschäbelt hätte. Oder, keine Ahnung. Ascaron nicht pleite gegangen wäre, damit das Patricia 4 von Calypso rauskommt. Yeah. Oh Gott. Gott, Calypso. Da steckt das Collab schon im Namen. Da frage ich mich immer noch, wieso können sich die eigentlich noch halten? Ja, Tropico. Tropico. Das kriegen sie tatsächlich ironischerweise gut hin. Also da bin ich selbst ziemlich begeistert von. Was sie halt sonst so machen, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Liebes Calypso, wenn du das hier siehst. Was machst du eigentlich so? Bitte melde dich. Nicht bei Sat.1, sondern bei uns. Und wie schafft sie es immer noch zu existieren? Das ist auch wieder ein schönes, ein positives Ende. Wir kriegen das hin mit diesen positiven Enden. Abtreiben. Wie schafft ihr es eigentlich zu existieren? Mein Gott.